lamellenähnlichen Strukturen, sondern hätte solche stachelige Struktur da unten drunter. So, sie sehen aus wie Stalaktiten in der Tropfsteinhöhle. Also das ist jetzt, kann man sagen, also das ist jetzt ein 100 Pfifferling. Einer von den essbaren Pilzen von den Pfifferlingen. Da gibt es verschiedene Arten, nicht, aber es ist ein Pfifferling, ganz genau. Aber ich meine, so das Typische ist mal dieses orangefarbene. Gibt die auch, glaube ich, mit einem runden Hut, oder? Naja, das kommt ist ein bisschen, kommt drauf an, wo sie wachsen, oder? Okay. Ja. Frage einer Pilz-Teilnehmerin bei ihm mit dem Semmelstoppel. Kann man den Semmelstoppel verwechseln? Antwort, ja, mit dem Telegrafenwasser. Weil er diese Stoppmüll da drunter hat. Ne? Ja, wenn man nicht aufpasst, hat man dann mit einmal sowas in der... Hat man ein Wunder.